Diese Grafik zeigt die Änderung der gemessenen globalen Durchschnittstemperatur im Vergleich zur Referenzperiode zwischen 1961 und 1990, ähnlich wie schon früher in der Lektion 1 gezeigt. Die graue Linie zeigt hier eine Klimamodellsimulation der gleichen Zeitperiode. Es ist schwierig, die zwei Linien zu unterscheiden, da die Modellsimulation die Temperaturmessungen sehr gut reproduziert. Wir nutzen die Klimamodelle aber auch, um Klimaprojektionen für die Zukunft zu machen. Die zukünftige Temperaturentwicklung hängt von der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft und insbesondere von ihren Treibhausgasemissionen ab. Wenn die Gesellschaft weiterhin Treibhausgase in derzeitigen Tempo ausstößt, können wir bis zum Ende des 21. Jahrhunderts eine Erwärmung von 4 Grad Celsius erleben. In der Tat ist dies nur eine Modellsimulation, die von den spezifischen Implementierungen der physikalischen Prozesse abhängt. Wenn wir eine Reihe von anderen Modellsimulationen zeigen, sehen wir einen Bereich von möglicher Temperaturentwicklungen, der die Modellunsicherheit definiert. Obwohl sie nicht ganz genau übereinstimmen, zeigen alle Modelle einen signifikanten Temperaturanstieg im Bereich von 3 bis 6 Grad Celsius. Die zukünftige Temperaturentwicklung hängt jedoch weitgehend von den gesellschaftlichen Entscheidungen ab. Ein Szenario, in dem die Treibhausgasemissionen schnell abnehmen, zeigt mögliche Temperaturentwicklungen, die zwischen 1 und 3 Grad Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Niveau liegen. Und diese neue Grafik zeigt hier die Niederschlagsveränderung im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Die Unsicherheit in der Niederschlagsprojektion ist höher als in der Temperaturprojektion. Nichtsdestotrotz zeigen alle Klimamodellsimulationen eine Zunahme des mittleren Niederschlags, die proportional zur Höhe des Temperaturanstiegs ist, was zu einem Anstieg des globalen Durchschnittsniederschlags um etwa 3% pro Grad Celsius führt.